603 Meter ist er hoch, der Moritzberg im Nürnberger Land. Er zählt zu den Zeugenbergen der Fränkischen Alb. Wir haben ihn von seiner Südostseite aus erwandert. Das letzte Stück ging steil nach oben, doch zum Glück war es nicht lange. Auf dem Gipfelplateau lesen wir das Ortsschild des Weilers Moritzberg. Dieser besteht aus der ca. 600 Jahre alten Moritzbergkapelle, die dem heiligen Mauritius geweiht ist, einem Aussichtsturm und einer urgemütlichen Berggaststätte, deren Gründung zum Teil auf das 17. und 18. Jahrhundert zurückgeht. Ursprünglich wurde es als Bruderschaftshaus und Einsiedelei genutzt. Heute laden fränkische Küche und hausgemachte Kuchen die Wanderer und Erholungssuchenden zum Verschnaufen und Verweilen ein. Gestärkt geht es an das Besichtigungsprogramm. Zunächst auf den 1913 errichteten Bismarckturm, der eine herrliche Aussicht bis nach Nürnberg bietet. Unbedingt sehenswert ist auch die Kapelle. 1419 wurde sie errichtet. Es handelte sich um eine Stiftung des Nürnberger Patriziers Herdegen Pfalzner. Über damalige familiäre Verbindungen kam die Kapelle in die Familie Führer von Heimendorf, einem kleinen Ort am westlichen Fuße des Moritzberges. Auch noch heute ist sie im Besitz der Heimendorfer Familie. Betreut wird die Mauritiuskapelle von der evangelischen Kirchengemeinde Leinburg. Berühmt in der Region sind ihr Kirchweihfest am Bartholomäustag und die Serenadenkonzerte in den Sommermonaten. Die Mauritiuskapelle gab dem Moritzberg auch den Namen. Vermutlich schon in der Bronzezeit wurde seine Hochfläche als Kalksteinbruch und Schürfgrube für Erzabbau genutzt. Eindeutige Spuren auf dem Plateau belegen dies. Das Bayerische Landesamt für Umwelt hat es in die Liste der Geotope aufgenommen. Der Moritzberg, ein lohnendes und spannendes Ausflugsziel für Naturfreunde und Heimatkundler.